Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Anno 1800 Let's Play. Wir sind schon eine ganze Weile dabei hier, mittlerweile bei 426.000 Einwohnern. Und wir werden jetzt einmal schauen, dass wir das Ganze in den nächsten Folgen auf die 500.000 erhöhen, so dass wir dann mit einer 500.000 hier durch die Gegend spielen können. Und ich denke mal, das wird sich doch mit einer Leichtigkeit erreichen lassen und deswegen werden wir uns da mal dran setzen. Ich werde jetzt hier aber erstmal noch ein paar leere Rathaus-Slots füllen, denn wir haben ja hier noch einige Items, die wir auch durch den Besucherkai bekommen haben und die wollen wir natürlich auch einsetzen. Dazu passend dann hier auch gleich noch eine Thomasina Langton, die hier direkt in unserer Insel hier ankommt. Und dann machen wir hier mal noch ein bisschen Upgrade-Party und schauen mal, warum können die hier nicht rein, weil da ein Stück Straße fehlt. Interesting. Gut, dann haben wir das hier auch. Und dann machen wir hier noch ein bisschen die Insel fertig. Und dann hatte ich ja schon angekündigt, dass wir so langsam uns diese Insel hier angucken werden. Ich sehe aber gerade, wir brauchen noch ein bisschen mehr Depotfläche, damit wir hier auch tatsächlich ein bisschen mehr Baustoffe rankriegen, damit wir eben auch das Ganze adäquat planen können. Aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich auch die Planungstechnik, die Planungsstrategie hier anwenden, die ich auch schon im Layout-Video so ein bisschen gezeigt habe. Also wer das noch nicht gesehen hat, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Hier auf dem Kanal einfach Stadtlayout eingeben und dann solltet ihr das auch finden können. Und damit werden wir auch hier auf dieser Insel hier arbeiten. Und die Frage ist halt natürlich dann hier auch, wo fängt man mit der Planung an? Denn wir haben hier eine Besonderheit in dieser Union-Insel. Das ist so ein bisschen wie so eine Croissant-Form. Das wegen, muss man mal gucken, das ist hier einfach so ein Hörnchen. Und wenn man halt hier mit dem Rathaus anfängt und das einfach so platziert, dann kann es halt sein, dass man hier auf dieser anderen Seite nicht mehr so ganz hinkommt. Deswegen meine Überlegung, wie wäre es, wenn wir hier vielleicht in eine der Ecken auch noch ein bisschen Industrie mit reinpacken? Das ist dann vielleicht auch für später gar nicht mal so doof, wenn wir ja dann auch unsere Industrieinsel platt machen. Weil diese große Insel hier wird nicht für immer Industrie bleiben. Denn die großen Inseln will ich eigentlich alle für Bevölkerung haben. Das heißt, über kurz oder lang kommen diese Industrieflächen entweder auf diese mittlere Insel oder ich werde versuchen, sie auf meinen größeren Inseln mit rein zu integrieren. Das mache ich auch so in meinen ganz großen Spielständen und das will ich euch natürlich dann auch hier im Let's Play zeigen. Das wird noch sehr lange dauern, bis wir da hinkommen, aber das zumindest mal vielleicht auch für die Leute, die, die weiter sind, die schon selber größere Spielstände haben. Da kann ich das nur empfehlen, dass man auch versucht, ein bisschen Industrie jeweils auf die Investoreninseln zu packen oder damit rein zu integrieren. Dann spart man sich nämlich die reine Industriefläche und verhindert so auch die, die reinen Industrieinseln, die großen. Denn wenn man wirklich viele Einwohner haben will, dann darf man die großen Inseln, finde ich, nicht ganz für Industrie opfern. Dafür sind die einfach zu schön. Das kann man dann zum Beispiel hier auf so kleine Inseln packen. Und hier müssen wir mal wirklich überlegen, was wir machen. Ob wir hier vielleicht noch ein bisschen Industrie mit reinhauen oder nicht. Oder ob wir da vielleicht noch ein bisschen was anbauen. Schauen wir mal von den Fruchtbarkeiten her. Na gut, Trauben fallen hier jetzt eher weg. Trauben könnte man allerdings auf dieser Insel hier wunderbar anbauen. Da müssen wir dann einfach mal schauen. Und hier bekommen wir auch nochmal eine Dame für die Sektproduktion. Die nehmen wir natürlich an. Und was wir auch schon länger nicht mehr gemacht haben, sind Expeditionen. Das heißt, auch da werden wir mal wieder ein bisschen was in Gang bringen. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Eine zoologische mit 3 Sternen. Haben wir hier noch irgendwo ein Expeditionsschiff zur Hand? Im Moment nicht, also warten wir da noch ein bisschen. Und die Piratenjagd, die löschen wir jetzt erstmal raus, denn Piratenjagden geben seltsame Schiffs-Items, die wir allesamt nicht brauchen. Und hier haben wir auch nochmal einen Besucher. Ich glaube, ich muss jetzt dann auch in der Planungsphase auf jeden Fall mit normaler Geschwindigkeit arbeiten, weil es sonst einfach nicht aufgeht. Hier habe ich jetzt noch ein Schiff, das sich ein bisschen verirrt hat. Hier haben wir noch einen Malching. Das ist wunderbar. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo einen einsetzen müssen. Ja, hier zum Beispiel. Dann kann ich hier gleich auch nochmal einen Jörg mit einsetzen. Und dadurch, dass der Jörg jetzt auch so ein häufiges Item geworden ist mit dem Besucherpool, können wir dann auch anfangen, unsere Ölproduktion komplett umzustellen. Und eine Sache fällt mir hier noch auf, es fehlt Kautschuk. Das heißt, darum müssen wir uns auch kümmern.
Wir schauen also hier jetzt erstmal auf die Kautschukroute und sehen hier, ich habe hier 4 Schiffe mit Kautschuk. Und die Warte kann nicht geladen werden, das Lager ist leer. Das heißt, wir kommen hier zur neuen Welt und sehen hier, okay, oben in dieser Insel muss mehr Kautschuk hergestellt werden. Sonst bekommen wir hier nämlich ein Belieferungsproblem. Und da kommt auch schon der nächste Malching. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, wenn wir noch mehr Malchings uns hier anlachen können. Aber das heißt, wir brauchen hier mehr Kautschuk. Und man sieht hier einfach auch jetzt die erhöhte Besucherfrequenz. Das ist der Hammer. Ich denke mal, wenn wir jetzt noch... Was ist denn jetzt los? Okay, ich muss wirklich auf normale Geschwindigkeit gehen, sonst kriege ich ja gar nichts mehr hin. Das ist ja der Hammer. Die Frequenz. Und wir sind noch lange nicht fertig mit den Besucherinseln. Also das wird ja noch schlimmer. Puh, okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das wirklich so krass wird. Also, puh. Wow. Nun denn, dann mache ich hier noch ein bisschen Kautschuk. Das heißt, Feras, Hermann, Baumpflegerin. Dann kommt hier noch eine schöne Straße hoch und wir platzieren hier einige Kautschuk-Plantagen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Und das, okay, das passt nicht ganz, dann schade. Ich dachte, ich hätte hier schön das Ganze in der Reihe schalten können. Aber dann müssen wir das so machen. Dann machen wir hier noch ein Lagerhaus rein. Dann machen wir vielleicht hier noch eins. Hier kommt noch die Lehmstraße hindurch, Ebola. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Kautschukfelder mehr. Und dann werden wir wahrscheinlich auch die Route noch ein bisschen nachlegen. Da nochmal ein paar Schiffe draufpacken. Damit wir das Ganze hier auch entsprechend versorgen können. Unsere Hochradproduktion. Das ist halt das Ding. Hochräder sind natürlich schon auch nochmal sehr fordernd in der Herstellung. Das heißt, die Vollversorgung, die ist schon auch mitunter an Hochrädern hängend, finde ich. Da brauchst du einfach rohe Mengen an Eisen und an Kautschuk. Und das ist nicht ohne. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Von daher mein Respekt an alle Vollversorger. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Kautschuk reinbauen. Und gucken mal, dass wir hier alles schön ausfüllen. Dass hier auch kein Feld vergeudet wird. Muss ja auch genutzt werden. Wenn wir hier schon alles abholzen und platt machen, dann soll es wenigstens gut aussehen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen das Ganze weiter. Und ich glaube, ich habe den Besucher verpennt. Ja, das ist dann halt jetzt so. Ne? Dann haben wir halt den einen Besucher weniger. Wir werden noch Hunderte bekommen. Das ist in Ordnung. Das kann man auf jeden Fall verkraften. Und dann machen wir auch hier 1, 2, 3, 4 und noch ein Lagerhaus hinein. Feuerwehr, Polizei, das passt soweit. Und dann packen wir hier auch nochmal ein bisschen Kautschuk außenrum. Sehr schön. Und dann sehen wir auch, wie es hier langsam sich füllt nach oben weg. Sehr schön. Sollten wir eigentlich komplett voll bekommen. Sollten wir hier komplett voll bekommen. Das Inseleck da oben. Dann wird das hier unsere Kautschuk-Produktion. Und dann gucken wir einfach mal hier noch weiter. Zack, zack. Und man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass wir jetzt in der neuen Welt keinen Palast haben, ist die neue Welt natürlich deutlich anspruchsvoller geworden, finde ich, als die alte Welt. Denn hier muss man noch auf jeden Fall arbeiten mit Arbeitskräften. Das heißt, man muss gucken, dass man genug Platz hat und dass man auch die Rathäuser entsprechend platziert etc. pp. Das heißt, hier hat man wirklich noch die Platzprobleme, die in der alten Welt so ein bisschen wegfallen. Zumindest was die Produktion angeht, denn man hat ja wirklich Bewohner und Arbeitskräfte zuhauf. Da muss man sich überhaupt keinen Kopf machen. Und dann machen wir hier auch nochmal ein Lagerhaus hinein. Dann sollte das passen und dann müssen wir hier noch ein Schiff draufpacken. Das hier packen wir in die alte Welt. Das hier auch. Feras 6 Stück lagern wir hier ein. Den hier machen wir kaputt, den brauchen wir nicht. Hier liefern wir noch ein bisschen was ab. Haben wir noch einen Marco, warte mal. Den Marco, den können wir noch nicht einsetzen hier. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Müssen wahrscheinlich noch ein bisschen noch in das Rathaus mehr reinpacken, wenn wir hier den Marco benutzen wollen. Schwierig. Habe ich hier schon Items? Ja.
Gut, dann müssen wir da nochmal gucken. Wir befinden uns. Gut, Kautschuk ist soweit hergestellt. Wunderbar. Hier ist auch nochmal Upgrade-Party angesagt. Sehr schön. Da sage ich nicht nein. Und dann gucken wir hier in die alte Welt und sehen, okay, das schaut schon ein bisschen besser aus. Dann packe ich hier Holz weg. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und platzieren hier unser erstes Rathaus. Und das machen wir hier recht mittig. Ungefähr hierhin vielleicht. Wir müssen es halt sauber bauen, das erste. Das erste Rathaus muss sauber gebaut werden, weil wir das ja dann auch kopieren in unseren Layout-Bau. Das heißt, da müssen wir schauen, dass es halt einfach schön und sauber eingebaut ist. Und dafür bauen wir das hier erstmal so auf. Und hier nehmen wir den Knick mit. Beziehungsweise eventuell machen wir das so. So ist es okay, glaube ich. Dann machen wir hier die Linie. Der muss raus. Dann hoffe ich mal, dass das soweit passt. Wichtig ist halt, dass man das einmal sauber drinne hat. In welche Richtung man diese Kanten macht, ist eigentlich nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass man das dann auch konsequent durchbenutzt. Also dieses Layout eben, damit man das auch sauber ineinander kopieren kann. Das ist wichtig. Dass man auch immer dasselbe kopiert und nicht ein neues anfängt, sonst klappt es nicht. Und dann kopieren wir das Ganze. Und dann, wie gesagt, mit einem Feld Versatz und dann schaut das hier eigentlich ganz gut aus. Und dann kann man das hier ganz sauber hier mitnehmen und kopieren. So, jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich hier natürlich ein bisschen Platz verschenkt habe. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal hier unten an. Und packen das ungefähr so hinein. Hier, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig hier. Weil wir müssen halt natürlich hier auch schauen, dass wir das in einer Form machen. Das Problem ist halt, wenn du, wie soll ich das sagen, wenn du das nicht sauber kopierst, kannst du halt nicht von der Geschwindigkeit des Layouts profitieren. Das heißt, man muss gucken, dass man das ganz, ganz sauber reinkopiert bekommt. Sonst klappt es schlichtweg nicht. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich mache es anders. Das hier kopieren wir einfach mal hier rein. Ich warte jetzt noch ein bisschen auf den neuen Lehm. Und dann machen wir weiter. Und dann verschieben wir unser Originalrathaus. Das hier, das verschieben wir einfach. Weil das ist hier nicht ganz sauber drin. Und dann packen wir das hier einfach weiter und bauen hier einfach das Layout dann auch so weit fertig. Aber das hier, das schaut eigentlich ganz gut aus soweit. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich mit Gaskraftwerken arbeiten. Das heißt, ich schau mal, dass ich hier einfach das Gaskraftwerk reinsetze. Dann machen wir da vielleicht eins und ungefähr hier nochmal eins. Und das sollte auch für die ganze Insel dann erreichen. Und dann machen wir hier noch ein Regionalministerium, pardon. Und das machen wir, ja, vielleicht hier rein. Und dann machen wir hier öffentliche Gebäude, die Reichweite. Und machen hier vielleicht sogar noch mehr Reichweite für Kraftwerke. Und dann sollte eigentlich das Ganze hier auch ausreichen. Von der Verteilung her. Dann gucken wir mal. Das passt soweit. Was haben wir hier noch? Die Weltausstellung, die jagen wir natürlich noch mit durch. Das passt soweit, wunderbar. Ab in die alte Welt. Okay, hier fehlt halt noch Lehm. Dann schaffen wir hier noch Lehm manuell an. Und dann lache ich mir hier noch einfach 300 Tonnen Ziegel ein. Ich sage mal Lehm, das ist irgendwie so ein Siedler-Ding. Siedler von Catan, großartig. Apropos, neues Siedler-Spiel soll ja auch kommen. Je nachdem, wann ihr dieses Let's Play anschaut,
Ist das neue Siedler noch nicht draußen? Und wir warten darauf sehnsüchtig. Hier sind so viele Hochradrouten, da ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwas ist mit den Hochrädern schiefgelaufen, habe ich das Gefühl. Da sind sehr viele Schiffe mit Hochrädern unterwegs. Nun denn, wir löschen nochmal ein paar Routen, die wir jetzt im Moment nicht mehr zwingend brauchen. Auch diese hier brauche ich nicht mehr. Was haben wir hier noch? Brillen, das ist okay. Aber dann habe ich einfach noch ein paar Baustoffrouten gelöscht. Wieso sind hier keine vier Schiffe drauf? Das ist seltsam. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Gucken wir mal. Aber soweit ist zumindest hier vor Ort die Hochdrahtproduktion in Ordnung. Also das ist zumindest okay. Dann machen wir mal kurz vorgespult das Ganze. Ich nehme noch die Expedition mit. Gucken wir einfach mal. Und dann brauche ich noch ein Schiff mehr für die Kautschukroute. Das heißt Castilla 5 kommt hier noch auf die Kautschukroute. Da habe ich jetzt noch ein bisschen in der Produktion nachgelegt. Da muss das Ganze aber natürlich auch noch in die alte Welt verfrachtet werden. In entsprechendem Ausmaße. Und hier gucken wir einfach nochmal nach dem Sargasso-See-Set, dass wir da auch noch ein paar voll machen. Und so bauen wir an allen Fronten ein bisschen weiter. Mit dem Hauptaugenmerk natürlich auf der Planung der neuen Insel. Okay. Das passt soweit, Ich hätte gern das blaue Item. Ist aber sehr selten leider. Leider extrem selten. Das hier brauchen wir auch noch. Habe ich hier noch ein Schiff, das eine Salima braucht? Nein, aber ich habe bestimmt noch irgendwo anders eines. Jetzt zum Beispiel, dann schicken wir dieses Schiff ohne Items auch schon mal hier hin. Dann habe ich hier nochmal Baustoffe, die kann ich hier runter schicken. Machen wir noch normale Geschwindigkeit an. Dann kann ich hier weiter planen. Okay. Kopiertool an. Zack. Und dann kopiere ich das erstmal hier hinten in die Ecke. Mache das hier weg. Hallo? Puh. Dann machen wir das hier weg, damit ich das noch verschieben kann. So rum. Und dann kopieren wir das hier einfach nochmal. Und dann kann ich das Ganze hier ein bisschen besser reinsetzen. Dann machen wir an die Küste vielleicht noch ein bisschen Industrie. Damals auch nochmal ein bisschen leere Felder. So, und dann machen wir das hier rein. Gucken wir mal, dass wir das hier noch sauber setzen können. Sehr schön. Und so kann man dann eigentlich hier ganz, ganz locker easy das Layout vollbauen. Und das ist halt einfach, es ist einfach praktisch, wie schnell das geht. Und hier müssen wir das Ganze ein bisschen versetzen. Und dann ist eben genau das auftretend, was ich vorhin gemeint habe, dass man eben hier noch so ein bisschen Platz hat. Aber den können wir nutzen. Den können wir auf jeden Fall nutzen, den Platz. Da ist nichts verloren. Und dann würde ich sagen, wir kopieren das hier nochmal und können damit hier die Straßen reinbauen. Und dann kann ich das Ganze hier löschen und kann dann das von unten wieder hochkopieren. Und so habe ich kein einziges Haus nochmal manuell setzen müssen. Und im Endeffekt haben wir damit in unter 10 Minuten alle Häuser dieser Insel mehr oder weniger fertig eingeplant. Und da habe ich noch ein bisschen was vergessen, aber das macht nichts. Haben wir noch ein bisschen was nicht weggelöscht. Und dann machen wir hier einfach noch ein volles Rathaus hinein. Und da oben haben wir noch ein bisschen Leerfläche, das ist in Ordnung. Dann kommt hier noch die Zeitung mit rein. Das ist jetzt erstmal so das rohe Setup. Super schnell gebaut.
super schnell drin. Das ist aber tatsächlich dann nur die Rohfassung sozusagen. Und jetzt müssen wir halt zum Feinschliff übergehen. Das heißt, wir müssen natürlich zum Beispiel hier gucken, dass wir noch die Stromleitung sauber nach unten legen. Dann haben wir hier eine volle Abdeckung. Was man hier eben auch hier sieht, ist, wie unfassbar groß die Reichweite jetzt ist von dem Gaskraftwerk. Das ist halt der absolute Hammer. Wir haben hier ein Gaskraftwerk, das bis hier hinter ausstrahlt. Also, ja, man braucht gerade so zwei Gaskraftwerke für die Insel. Man braucht leider zwei, glaube ich, weil man sonst unten die jeweiligen Hörner sozusagen nicht mehr abdecken kann. Aber zwei Kraftwerke für eine große Insel ist halt der Hammer. Ist halt der absolute Hammer und damit bauen wir jetzt auch, weil es einfach sehr viel gemütlicher ist. Man könnte natürlich hier mit Gas auch so arbeiten, dass man nochmal ein weiteres Rathaus-Item mitnimmt, aber ich weiß nicht. Ich baue am liebsten halt ohne viele Schienen, ohne viele Kraftwerke und da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen herumtesten mit, was besser ist oder was gemütlicher ist in meinem Fall. Mir geht es vor allem um die Gemütlichkeit. Ich mag es gemütlich, ich mag es entspannt. Und wir werden jetzt dann hier eventuell noch ein bisschen was machen, damit wir hier nicht diese zwei Straßen nebeneinander haben. Aber alles in allem im Großen und Ganzen ist das halt einfach auch schon die Planung. Also ich werde jetzt hier natürlich noch öffentliche Gebäude mit reinsetzen, aber die Insel ist so weit da. Die steht. Das ist der Hammer. Das ist halt der absolute Hammer, wie fix das geht. Und ja, hier muss man halt noch ein bisschen überlegen, dass wir vielleicht da noch ein bisschen was versetzen. Und ansonsten malen wir hier noch die Straßen nach. Und das Schöne ist halt, dass einfach jedes Haus hier im Rathausradius steht. Das heißt, man weiß ganz genau, mit welchen Effekten man hier auch seine Bewohner jeweils versorgt. Da ist jetzt nicht die Frage danach, wer wie viel Glücklichkeit sozusagen hier noch abbekommt. Sondern das ist einfach drin. Ne? Das ist einfach drin. Und dann machen wir hier noch die Straße ein bisschen anders. Tja, ist natürlich jetzt blöd hier oben. Weil hier der Fels reingeht. Ich will ja hier auch noch Strom haben. Im besten Falle. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Im Großen und Ganzen bin ich da auf jeden Fall sehr glücklich damit. Und wir sind quasi fertig. Also die Insel ist geplant. Der Feinschliff fehlt natürlich, ganz klar. Also das ist halt einfach der Rohbau. Aber der Rohbau geht schneller. Der geht einfach schneller als alles andere zuvor. Normalerweise hast du so eine Insel halt einfach stundenlang geplant. Und jetzt, zack, fertig. Nur noch der Feinschliff und dann bist du durch. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Polizeiabdeckung. Die machen wir hier ganz gemütlich an die Außenbereiche. Was? Kaffee? Ja, da habt ihr mich jetzt erwischt. Ich bin schon ein bisschen länger hier heute in Anno unterwegs. tja. Was soll ich sagen? 1400 Spielstunden im Moment. Und es ist mir weder langweilig, noch habe ich vor aufzuhören. Ich weiß nicht, ich bin ein, wahrscheinlich einfach Anaholiker. Es ist halt einfach ein sehr gutes Spiel. Es ist ein sehr gutes Spiel und ich genieße einfach jede Sekunde damit. Und das mittlerweile seit 1400 Spielstunden und ich denke mal, da kommen noch einige hundert mehr drauf. Und das spricht auf jeden Fall für das Spiel. Das spricht auf jeden Fall für das Spiel. So, Polizei ist gesetzt. Das heißt, als nächstes kommt die Feuerwehr mit rein. Die setzen wir hier auch in gleichem Maße hinein. Auch hier jeweils in die Ecken und an die Außenbereiche heran. Kann man natürlich dann im Nachhinein auch noch ein bisschen genauer anpassen, aber so als grobe Abdeckung kann man sich das ja hier schon mal reinsetzen und reinplanen. Und ich glaube, hier kann ich nochmal eine Feuerwehr reinhauen. Nein, kann ich nicht. Okay. Ich muss nur das anders lösen. Hier noch einen Feras. Sehr schön. Den nehme ich natürlich immer mit. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich noch eine Straße bauen. Auch wegen dem Strom. Machen wir das hier so. Komme ich hier rein? Nee. Schade. Kommt hier noch ein Haus rein? Ja. Okay, das passt.
Hier kommt noch die Straße durch. Und dann kommt auch hier noch die Straße durch. Okay. Dann haben wir hier nochmal die Feuerwehr. Dann Marktplätze machen wir. Das machen wir alles hier am Palast dran. Weil öffentliche Gebäude werden vom Palast geboostet. Das heißt, alles, was ich hier ranbaue, hat eine brutale Ausstrahlung. Das Einzige, was wir natürlich noch hier in die Lücken setzen, sind die Hospitals. Dafür sind diese Lücken da, für Kraftwerke und Krankenhäuser. Weil die da einfach perfekt reinpassen in diese Lücken von den Layouts. Dafür habe ich die offen gelassen. Und dann hast du hier eine einfache Möglichkeit, es abzudecken. Das heißt, zwei von diesen Lücken für Kraftwerke und der Rest für Krankenhäuser. Und dann geht das Ganze auch super fix. Und damit haben wir eigentlich im Großen und Ganzen hier fast alles fertig geplant. Hier fehlt noch eine Straßenverbindung. Und dann ist auch hier die Uni zum Beispiel komplett von der Ausstrahlung her für die ganze Insel zuständig. Ich habe hier eine Uni gebaut und muss eigentlich nur hier ganz hinten nochmal eine platzieren. Aber habe ansonsten alles abgedeckt und das ist halt wirklich verrückt. Das ist halt wirklich verrückt von der Abdeckungsreichweite her. Und hier hinten müssen wir noch ein bisschen mit den Straßen arbeiten. Machen wir hier noch eine Straße hoch. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das lösen. Aber das ist halt Feinschliff. Den kann man nach wie vor jederzeit noch bei Bedarf mit nachbauen. Und dann haben wir hier überall noch Lücken drin. Da können wir dann mal gucken, was wir da noch machen. Ob wir da jetzt vielleicht dann tatsächlich auch noch irgendwelche Schönbausachen noch reinsetzen. Huch. Ja. Doch, doch. Kommt gut. Schaut gut aus. Dann mache ich hier noch ein bisschen Vollabdeckung. Damit das Ganze einfach noch ein bisschen schneller geht beim Upgraden. Und hier haben wir noch den Marktplatz. Den können wir natürlich auch hier unten noch mit reinsetzen. Nein, nicht das Lagerhaus. Ich meinte den Marktplatz. Sehr schön. Und dann machen wir hier noch einen Marktplatz. Da noch einen Marktplatz. Da noch einen. Hier noch einen. Und dann schaut das schon sehr, sehr, sehr gut aus. Okay. Dann nochmal ein Feras. Wunderbar. Und dann brauche ich noch eine Bank. Die kann ich noch hier mit reinsetzen. Und das schaut doch von der Abdeckung her schon sehr saftig aus. Mal gucken. Hier können wir auch noch eine mit reinsetzen. Hier ans Eck vielleicht noch. Und da müssen wir mal schauen. Das schaut hier von der Straßenabdeckung her nicht so schön aus. Das heißt, eventuell können wir das Ganze hier noch ein bisschen ummodellieren. Zumindest die Ecke hier. Damit das Ganze auch vernünftig läuft. Ist natürlich dann die Sache, dass bei solchen Klippen man schon nochmal das Ganze manuell nachmodellieren muss, damit das sauber läuft. Aber man will ja auch noch irgendwo selber spielen. Ne? Ist ja nicht so, dass man hier einfach copy-paste die ganzen Inseln hinklatscht. Ist ja langweilig. Da kommt dann schon auch wieder die Aktivität. Ja, und die wird dann hier auch wieder gefordert. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben jetzt in einer Episode das Ganze mehr oder weniger, ja, nicht fertig, aber zum Großteil fertig hochgezogen. Und das ist halt schon heftig. Das ist halt schon heftig, wie fix das geht. Und dann machen wir hier noch ein Krankenhaus rein. So. Hier noch die Straße drumherum. Und wie gesagt, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, das Layout-Video hier auf dem Kanal einfach mal angucken. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr auch so schnell die Inseln hochziehen wollt. Aber das hier war sozusagen nochmal die Live-Demonstration. Es geht halt wirklich super easy und super schnell von der Hand. Und das ist, ja, finde ich sehr angenehm. Finde ich sehr, sehr angenehm. Dann machen wir das Ganze hier noch fertig. Ziehen hier noch ein bisschen sauberer die Straßen runter. Und dann müsste ich eigentlich hier außen auch nochmal gucken. Das passt eigentlich soweit. Okay. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode mal gucken, dass wir auch das Gas herbekommen. Das wir hier letzten Endes dann auch verwenden. Für die Vollversorgung mit Strom. Denn ich will natürlich hier schon auch alles abdecken mit Strom. Dass die hier auch schön versorgt sind. Darum kümmern wir uns dann in der nächsten Episode.
Und hier verstehe ich gerade aber noch nicht so ganz, warum hier nicht die Reichweite weiter ausstrahlt. Weil der hier kommt bis hier hinter. Aber hier kommt er angeblich nicht weit genug runter, um hier noch alles mit Strom abzudecken. Also, da stimmt doch was nicht. Jetzt stimmt alles. Okay, da habe ich einfach nur eine Straße vergessen gehabt. Wunderbar. Nochmal eine MacIver mitgenommen. Und ja, da müssen wir noch ein paar Baustoffrouten hier einstellen. Aber alles in allem können wir dann hier auch die Insel fertig aufbauen. Hier kommt vielleicht noch ein bisschen Industrie rein. Hier müssen wir mal gucken, was wir mit der Leerstelle machen. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.